herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich zeige euch in diesem Video, wie man bunten Dekosand herstellen kann. Ich habe mal pinken Sand hergestellt. Den kann man zum Beispiel in so eine Flasche reinfüllen als Dekoration oder in ein Kerzenglas oder einfach als Deko irgendwo reinstreuen. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, für was man diesen Sand gebrauchen kann. Man kann natürlich auch zum Beispiel statt diesem Sand, den ich hier benutzt habe, dann diesen bunten Sand benutzen. Also das ist aber ganz einfach, diesen bunten Sand herzustellen, und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht feinen, hellen Sand. Ich habe hier Vogelsand, der hat nur 49 Cent gekostet, also 2,5 Kilo, und der eignet sich wirklich sehr gut. Dann habe ich Sprühlack in Neon Pink und eine wiederverschließbare Tüte, also die hier oben so einen Klippverschluss hat. Als erstes gebe ich eine Portion Sand in meine Tüte hier rein. Das ist ein bisschen schwierig, das von der einen Tüte in die andere zu schütten. Wenn ihr Hilfe habt, dann könnt ihr das einfach so machen, dass einer die Tüte aufhält und der andere den Sand dann da in die Tüte reinschüttet. Je weniger Sand man nimmt, desto intensiver bekommt man das Farbergebnis hin. So, als nächstes braucht man die Sprühflasche. Die muss man jetzt erstmal richtig kräftig schütteln. Hat man die Flasche gut geschüttelt, geht man damit möglichst so in die Tüte rein und kann die Tüte auch ruhig ein bisschen rundherum so zuhalten und sprüht jetzt hier einfach auf den Sand drauf. So, das wird natürlich auch alles an die Tüte gespritzt. Jetzt mache ich einfach die Tüte hier zu. Richtig gut zumachen und den Sand in der Tüte bewegen. Ein bisschen kneten alles. Ich sprühe noch ein bisschen Farbe dazu. Nochmal schütteln. Die Dose möglichst so in die Tüte machen, damit nichts anderes getroffen wird. Und die Farbe in die Tüte spritzen. Die Tüte schön dicht verschließen. Wieder den Sand und die Farbe gut durchkneten. So, wenn alles gut durchgeknetet ist und der Sand auch gut die Farbe angenommen hat, das kann man ja einfach prüfen nehmen, indem man reinschaut, macht man die Tüte auf und dann kann man sie auch so ein bisschen so umschlagen, dass auch ein bisschen Luft reinkommt, und so stellt man die dann einfach erstmal ein bisschen nach draußen. Ruhig eine Stunde nach draußen stellen, damit der Sand auch wirklich gut trocknen kann. Man kann den Sand auch in so einen flachen Behälter tun und ein bisschen verteilen und so trocknen lassen, dann geht es noch etwas schneller. Der Behälter sollte allerdings ein alter Behälter sein, weil solange die Farbe noch nicht trocken ist, färbt die natürlich auch ab und wird diesen Behälter auch pink färben, wie man ja auch an den Seiten hier schon sieht. Deswegen einfach einen alten Behälter, oder ich habe hier, das war so eine Box, die ich im Supermarkt gekauft habe, wo was zu essen drin war. Und ja, darin lasse ich das jetzt richtig gut trocknen, und wenn der dann trocken ist, dann kann man den verwenden zum Dekorieren oder ja, für alles Mögliche. Man kann auch in so eine Flasche verschiedenfarbige Sandschichten reinfüllen. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, was man mit so farbigem Sand machen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat mit meiner Anleitung für bunten Sand, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Lust habt, das nachzumachen, oder ob ihr noch andere Techniken kennt, wie man Sand bunt färben kann. Da bin ich ganz gespannt, also schreibt das alles gerne in die Kommentare. Und schaut auch meine anderen Videos, abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!